Es gibt Berichte, dass türkische Krankenhäuser Dschihadisten behandeln, die auf syrischen Schlachtfeldern verwundet wurden. Eine Behauptung, die Ankara kategorisch abstreitet. Davutoğlu ist einer der Journalisten, denen es gelang, die Einrichtungen zu besuchen und darüber zu berichten. Dies hat er uns erzählt. Vom Manager und der Leitung des Krankenhauses wurde mir gesagt, dass sie dschihadistische Kämpfer sind und keinem anderen Beruf nachgehen. Sobald sie Gaziantep erreichten, begann ihre Behandlung. Dann wurden sie zurück an die Front gebracht. Die Manager sagten mir, Nahrung und sanitäre Einrichtungen würden von der Stadt Gaziantep zur Verfügung gestellt. Zumindest logistisch ist das unter dem Tisch durch die Behörden genehmigt. Dieses Krankenhaus leistet der Islamischen Front seine Dienste. Die Islamische Front ist eine Allianz aus Rebellenfraktionen. Nicht so bekannt wie der IS, aber für sich auch schon berüchtigt. Sie sieht die Al-Nusra-Front als Brüder an und beinhaltet eine Gruppe, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten als Terrororganisation gelistet ist. 2013 lobte der Führer der Islamischen Front Osama bin Laden, sprach mit Ehrfurcht von ihm und nannte ihn einen Scheich. Die Islamische Front ist eine sunnitische Gruppe, die alle Schiiten vernichten will, auch die Zivilisten. Eroğlu's Bericht über türkische Krankenhäuser, die Militante der Islamischen Front behandeln, wurde von den Behörden entdeckt, aber nicht in erhoffter Weise. Der Fall wurde vor Gericht gebracht und der Journalist gezwungen, offiziell zu widerrufen. Ursprünglich sagte er zu RT, dass die Regierung widersprüchliche Aussagen mache. Die Stadt Gaziantep hat den Bericht sofort dementiert. Auf einer Pressekonferenz sagten sie, dass eine solche Einrichtung nicht existiere. Diese Aussage wurde von der Organisation, die das Krankenhaus betreibt, selbst entkräftigt. Sie gab nämlich zu, dass es ein Krankenhaus gab. Sie sagten jedoch, dass es keine Dschihadisten behandelt habe. Berichte von türkischen Krankenhäusern, die Dschihadisten behandeln, kommen von der gesamten türkisch-syrischen Grenze. Darunter gibt es auch Anschuldigungen, dass medizinische Einrichtungen in der Hatay-Region Terroristen des IS geholfen haben. Der Fall hat die Aufmerksamkeit des türkischen Parlaments. Dieses Bild wurde am 16. April 2014 in einem staatlichen Krankenhaus in Hatay gemacht. Wir kennen die Identität dieser Person. Er ist ein Kommandant des IS. In staatlichen Krankenhäusern wurden Terroristen behandelt. Die Gesundheits- und Außenminister müssen erklären, warum so etwas passiert. Gibt es an den türkischen Staatsgrenzen irgendeine Sicherheit? Sie haben ihre eigenen Monster geschaffen. Mehmet Ediboglu ist ein türkischer Parlamentarier hinter den Berichten über die Krankenhäuser in der Hatay-Provinz. Für uns beschrieb er, was er in diesen Einrichtungen sah. In der Hatay-Provinz gibt es mehr als 50 Krankenhäuser. Seit 5 Jahren werden dort Dschihadisten behandelt. Es sind keine Zivilisten. Verwundete Al-Nusra-Kämpfer werden in diese Krankenhäuser gebracht, auch Kämpfer des IS. Vor 2 bis 3 Monaten wurden 2 Kämpfer in das Krankenhaus gebracht und sie hatten Bomben am Körper. 2 militants were brought to the hospitals and they had bombs on them.